Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Gunnar, alias die Fette Kokette, und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und wir haben Sonntag, den 17.07. Freunde, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich hatte eine schöne Woche. Ich hatte ja Montag Geburtstag gehabt, war jetzt gestern unterwegs, habe da ein Exit-Game gemacht, war da ein bisschen am Kudam, ein bisschen gucken. Gab gehört, im KDW gab es Funko Pops, habe ich euch auch im Instagram, habe ich das da gepostet und auf Facebook, glaube ich, auch. Fand ich echt toll, habe zwar nichts gefunden, aber das ist ja völlig eine Nebensache. Da war ich noch in einem Plattennamen, Cortex Records, ist aber mehr so Hardcore, und Hardcore ist ja, Hardcore Punk ist ja nicht so ganz so meins. Aber gut, aber nichtsdestotrotz halt eine schöne Woche. Ihr seht, ich habe ja jetzt auch mein eigenes Merch, ja, eigentlich alten Unikat, gibt davon derzeit nicht mehr. Da kommt morgen aber nochmal ein Video. Und ganz wichtig, hier seht ihr, am Dienstag um 18 Uhr geht es weiter mit der Heavy Metal Reaction Time Part 2, jetzt erst recht. Ihr habt da mega Bock drauf, das lief ja letzte Woche ziemlich, ziemlich gut. Ab Donnerstag beginnt mein Urlaub, das heißt, es kann sein, dass ich mal eine Woche Pause mache, das informiere ich euch aber. Und bitte denkt dran, in der Community gibt es eine neue, eine neue kreative Aufgabe für die Community. Und zwar möchte ich, dass ihr euch selber ein Festival ausdenkt. Da sind das alle Voraussetzungen oder sind dort beschrieben, also maximal 5 bis 10 Bands. Insgesamt dürfen maximal 10 Stunden Spielzeit sein. Ihr müsst pro Band mindestens 30 Minuten, und dann dürft ihr euch im 30-Minuten-Takt aussuchen, welche Band wie viel hat. Ihr seid völlig frei überlassen, welche Band ihr nehmt. Rechtsradikale Bands, müssen wir nicht drüber reden, bitte natürlich nicht. Ganz klar, und ganz wichtig, es können auch tote Bands sein, ja, also überhaupt kein Problem, oder Bands, die nicht mehr existieren, kein Problem. Macht euch euer eigenes Festival, stellt euch vor, ihr werdet, ihr könntet ein Festival auf die Beine stellen, egal wo, sei es in den Alpen, sei es im U-Bahn-Schacht, in der Kanalisation, tobt euch da richtig aus, der Bandname, der Festivalname muss natürlich auch da sein. Macht's, bin ich sehr gespannt, ich werde euch nochmal ein Bild einblenden, wo ihr das Ganze nachlesen könnt. Und heute gibt's aber erstmal nochmal Power Metal. Und zwar von Powerwolf. Ah, witzig. Das Ganze zusammen mit Hansi Kirsch von Blind Guardian. Der ganze Song ist Call of the Wild. Habe ich, glaube ich, noch nicht gehört. Und danach beim Records erschienen, ganz klar. Kam, glaube ich, gestern raus, am 16.07. genau. Ich wollte zu Powerwolf schon öfter mal was machen. Die haben ja ihre neueste Blu-ray draußen. The Monumental Mass, glaube ich. Und die haben ja auch ab und zu bei Napalm Records schon ein paar Videos released. Ich konnte das ein oder andere, was heißt ein oder andere, ich habe da zwei, drei Mal Videos versucht. Die wurden mir aber gestrichen, verboten, weil da irgendwie ein Orchester mitarbeitet oder sowas. Keine Ahnung, deswegen konnte ich euch das leider nicht zeigen. Das kann ich euch heute zeigen. Freue ich mich sehr drauf. Call of the Wild mit Hansi Kirsch von Blind Guardian. Ihr wisst, ich liebe Blind Guardian, auch wenn ich aktuell, was die neuen Songs von ihrem kommenden Album The God Machine angeht, ein bisschen im Zwiespalt bin. Aber gut, das heißt ja nichts. Das kann ja trotzdem ein grandioses Album werden. Bis jetzt waren ja eigentlich so gut wie alle Alben von Blind Guardian großartig, das eine ein bisschen mehr, das andere ein bisschen weniger. Und Powerwolf zählen sowieso aktuell zu den größten Power-Metal-Bands, die es auf der Welt gibt. Zusammen, glaube ich, auch mit Sabaton. Mir würden jetzt spontan auch keine anderen größeren Bands einfallen. Ja gut, vielleicht Halloween, aber ja, also aber aktuell würde ich persönlich sagen, für mich Powerwolf und Sabaton. Ich bin sehr gespannt, ich habe mega Bock, ich habe den Song noch nicht gehört, ich habe 5 Sekunden reingehört, um zu sehen, okay, ob wir das benutzen können. Das können wir, und ich habe jetzt richtig Bock, dass christlicher Power Metal auf die Stimme von Blind Guardian trifft. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze klingen wird. Also ab rein ins Video. So, Freunde, dann lassen wir uns mal überraschen, wie das Ganze klingen wird. Ja, der klassische Powerwolf. Das ist die Powerboot-Melodie. Geil.
Ich finde das so mega geil, wie das klingt. Das klingt so geil. Also diese Mischung, oder die Fusion zwischen Powerwolf und Blind Guardian klingt richtig geil. Ja, also der Sound von Powerwolf und Hansi klingt hier richtig gut. Er klingt so ein bisschen wie früher. Schnell, sauber und so eine leicht aggressive Note drin im Anfang oder wenn es in die Inlight oder wenn es in den Refrain geht. Oh mein Gott, er hört eine leichte, dezente Sprachstörung. Schnell er einfach auch singt. Das vermisse ich aktuell bei den Blind Guardian-Alben so ein bisschen. Jetzt der Übergang. Die Stand Up! Geil. Es ist teilweise wirklich so ein bisschen ungewohnt, Hansi so schnell zu hören. Ich persönlich finde das sehr, sehr interessant, aber ich mag den Song. Also ich finde wirklich, das ist eine schöne Mischung, was sie hier haben. Oh, da können sie. Die können wirklich gerne öfter zusammenarbeiten, finde ich. Geil. Also, jetzt nochmal all dem. Ich kenne den Song auch überhaupt noch nicht, gar nicht von Powerwolf. So, Hansi, jetzt gibt nochmal alle. Geil, also hammer gut gewollt. Hammer. Ja, das war ein Powerwolf featuring Hansi Kirk von Blind Guardian mit Call of the Wild und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, weil ich mir aktuell nicht sicher war und dieser Song ist auf dem Album Call of the Wild auf der zweiten CD nicht vertreten. Wir hatten ja Alissa Weglass gehabt, genau, da war ja auch noch Ralf Schibbertz dabei, Johann Heck, Doro Pesch und wer nicht noch alles mit auf dem zweiten CD war und Hansi Kirsch war nicht mit dabei. Er war nicht mit dabei, also der Song wurde eigenständig nochmal produziert. Und ich finde diesen Song so, so, so geil. Hansi Kirsch einfach mal wieder ein bisschen schneller zu sehen. Leicht aggressiv oder beziehungsweise die ein, zwei aggressiven Parts, die er drin hat. Hammergeil. Ich hätte mir jetzt noch gewünscht, dass der Attila beim Ende oder bei einem Refrain damit einsetzt. Einfach nur, um zu sehen, wie diese Harmonie zwischen Attila und Hansi ist. Ah, diese zwei Power Metal Sänger, diese Stimmgewaltigen. Oh, hätte ich mir noch gewünscht. So, nichtsdestotrotz ist der Song hammer, 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 hammer geil. Also Hansi wirklich großartige Leistung hat er hier wieder abgeliefert. Hansi Kirsch ist, auch wenn das neue Album vielleicht nicht so meins sein wird, nichtsdestotrotz mein absoluter Lieblingssänger, seit ich Metal höre, also seit über, ich glaube, knapp 20 Jahren oder sowas.
Hammergeil. Hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Wie ist eure Meinung? Haut's mal in die Kommentare. Würde mich mega interessieren, ob ihr diesen Song ebenfalls feiert. Wieso, weshalb, warum, was hat euch am besten gefallen? Und denkt dran, Dienstag 18 Uhr live auf Twitch. Link in der Videobeschreibung findet, können wir das Ganze zusammen machen. Da können wir uns Lieder aussuchen. Und keine Sorge, jeder, der es verpasst hat, die Lieder, die wir hochladen können, werden wir im Nachhinein auch hochladen. Hier auf den Kanal. Wir sind ja schon mit ein paar Lieder dabei. Also freut euch. Ich bedanke mich. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Kommt gut in die neue Woche. Bleibt lieb, bleibt artig und seid nett zueinander. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.